Wir fangen nach der Pause nochmal an mit einer Passage aus der Suite in D-Dur von Johann Sebastian Bach, die Bettina ausgesucht hat, weil sie ihr so genau zum Thema Schweben zu passen schien. Wir bekennen nach der Pause noch einmal mit Jean-Paul: Aller Anfang ist dermaßen schwer, dass die ganze Philosophie bisher weiter nichts suchte als eben einen. Für den Anfang nach der Pause erinnern wir uns, dass ich vor der Pause immer wieder das Wort relativ benutzt habe. Nun fällt also der Name Albert Einstein, das kann nicht anders sein. Die spezielle Relativitätstheorie von 1905, die allgemeine Relativitätstheorie von 1916. 1905 war Albert Einstein am Patentamt in Bern angestellt als technischer Experte dritter Klasse. 1908 hielt er seine erste Vorlesung an der Universität Bern vor 3 Studenten, von denen sich 2 auch noch sehr bald verdrückten. Keine Angst, liebe Laien. Es folgt nun nicht im geringsten der Versuch, Einsteins Theorien jetzt und hier zu popularisieren, sofern das überhaupt möglich wäre. Als das ein Verleger von ihm wollte, schrieb er recht barsch zurück: Ich behandle meine Frau wie eine Angestellte, der man nicht kündigen kann. Nein, oh, Verzeihung. Jetzt sind 2 Einstein-Zitate durcheinander geraten. Das war zwar auch Einstein wörtlich, hatte aber mehr mit seiner verkorksten Ehe zu tun, an der er nach diesem Zitat sicher nicht ganz unschuldig war. Er hat sie dann später doch entlassen, genauer, sie wurden geschieden. Wir wollen ihn ganz schnell rehabilitieren mit einem anderen, sehr bewegenden Zitat. Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Es ist das Grundgefühl, das an der Wiege von wahrer Kunst und Wissenschaft steht. Wer es nicht kennt und sich nicht mehr wundern, nicht mehr staunen kann, der ist sozusagen tot und sein Auge erloschen. Wir hängen ganz schnell ein Goethe-Zitat ran. Das Höchste, wozu der Mensch gelangen kann, ist das Erstaunen. Und dann können wir noch einmal mit Leibniz fragen: Warum ist etwas und nicht nichts? Weil, wer weiß eine Antwort, die mit weil anfängt? Für Leibniz, der um das Jahr 1700 so fragte, war die Antwort ganz unzweideutig: weil das Gottes Wille ist. Ein metaphysischer Träumer war Leibniz deshalb nicht. 1682 erfand er eine mechanische Rechenmaschine, die alle 4 Grundrechenarten ausführen konnte, auch das binäre auf 1 und 0 aufbauende Zahlensystem, mit dem heute alle unsere Computer arbeiten, stammt von Leibniz. So, jetzt aber zur Sache, zur Popularisierung der Relativitätstheorie, wie sie ein Verleger von Einstein sich wünschte. Recht barsch und im Stil etwas altbacken, antwortet er: Ich kann mir nicht vorstellen, wie man diese Sache weiteren Kreisen zugänglich machen kann. Es gehört eben zum Verständnis derselben eine gewisse Schulung im abstrakten Denken, die die meisten Leute sich nicht aneignen, weil sie derselben nicht benötigen. Wir müssen uns ja wohl zu diesen meisten Leuten rechnen. Der Nobelpreisträger Manfred Eigen schrieb zu dem Thema: Einstein wird nur von ganz wenigen Menschen wirklich verstanden.
Warum ist Einsteins Relativitätstheorie nach über 70 Jahren für jeden normalen Menschen noch immer ein Buch mit 7 Siegeln? Liegt es an Bringschuldversäumnissen der Wissenschaftler? Nein, es liegt daran, dass Verstehen unteilbar ist. Mit anderen Worten, ein bisschen Relativitätstheorie kann es so wenig geben wie ein bisschen Schwangerschaft. Einstein bescherte uns die Raumzeit. Er machte die Zeit zur vierten Dimension. Selbst den meisten Physikern, so las ich irgendwo, ist nicht so ganz klar, was sie sich unter einem gekrümmten Raum vorstellen sollen. Woher dann dennoch Einsteins immense Popularität? Charlie Chaplin sagte nach einer Begegnung mit Einstein in Hollywood: Ich bin berühmt, weil mich alle verstehen. Einstein ist berühmt, weil ihn keiner versteht. Julius Fraser ist Gründer der International Society for the Study of Time, der Internationalen Gesellschaft für das Studium der Zeit. Er hat ein schönes Buch geschrieben mit dem lapidaren Titel Die Zeit, ganz schön dick. Darin heißt es: Einstein behauptete, wenn auch nicht mit diesen Worten, dass es in der Natur nichts gäbe, das unserer Vorstellung von absoluter Ruhe entspricht. Wohl aber etwas, das dem Begriff der absoluten Bewegung entspricht. Das sei die Bewegung des Lichts. Spezielle Relativitätstheorie ist die Lehre der Physik, die auf das Licht bezogen ist. Die Folgen dieser Neuformulierung reichen weit, sehr weit, meine lieben Zuhörer. Seit den tiefgreifenden Erkenntnissen der Physiker und Astronomen des vergangenen Jahrhunderts ist nichts mehr so, wie es war. Wenn Bewegung das allgemeine Kennzeichen aller Vorgänge im All ist, müssen wir fragen dürfen, wer oder was bewegt? Gibt es eine Antwort, die ohne Metaphysik oder gar Mystik auskommt? Ich weiß es nicht. Ich habe diesen Eisenschlüssel hier geklaut. Nein, nicht kriminell, nicht dem Besitzer, der nun vor verschlossener Kellertüre stünde. Geistiger Diebstahl. Der Schlüssel stammt aus dem Buch Gott und die Wissenschaft von Jean Guiton. Jean Guiton ist Philosoph und Theologe. Er unterhält sich mit den Physikern Grischka und Igor Bogdanov. Hören Sie Guiton fragen. Dieser Schlüssel aus Eisen zum Beispiel. Wenn ich die Geschichte der Atome, aus denen er besteht, nachvollziehen könnte, wie weit müsste ich zurückgehen und was würde ich dann finden? Igor Bogdanov antwortet: Wie jeder Gegenstand hat dieser Schlüssel eine unsichtbare Geschichte, an die niemand denkt. Vor etwa 100 Jahren war er in Form eines rohen Minerals in einem Felsen verborgen. Bevor man ihn mit der Hacke ausgrub, war der Eisenblock, der diesen Schlüssel hier entstehen ließ, seit Jahren Milliarden in dem blinden Stein eingeschlossen. Jean Guiton sagt, das Metall meines Schlüssels ist also genauso alt wie die Erde selbst, deren Alter heute auf 4,5 Milliarden Jahre geschätzt wird. Aber bedeutet das das Ende unserer Forschung? Sicherlich nicht. Bestimmt ist es möglich, noch weiter in die Vergangenheit zurückzugehen, um den Ursprung dieses Schlüssels zu finden. Grischka Bogdanov antwortet: Der Atomkern des Eisens ist das stabilste Element des Universums. Wir können unsere Reise in die Vergangenheit bis zu jener Epoche fortsetzen, wo die Erde und die Sonne noch nicht existierten. Trotzdem war das Metall ihres Schlüssels bereits da. Es schwebte im interstellaren Raum in Form einer Wolke, die große Mengen schwerer Elemente enthielt, wie sie für die Entstehung unseres Sonnensystems notwendig waren. Jean Guiton freut sich. Ich lasse hier der Neugier freien Lauf, der wahren Leidenschaft der Philosophen. Nehmen wir an, dieser Schlüssel existierte 8 oder 10 Milliarden Jahre, bevor er in meine Hände geriet, bereits in Form von Eisenatomen in einer Wolke entstehender Materie. Woher kam denn diese Wolke?
Igor Bogdanow antwortet: Von einem Stern, einer Sonne, die vor der unseren existierte und vor 10 oder 12 Milliarden Jahren explodiert ist. Zu jener Zeit besteht das Universum im Wesentlichen aus ungeheuren Wasserstoffwolken, die sich verdichten, sich erhitzen, sich schließlich entzünden und die ersten Riesensterne bilden. Diese lassen sich etwa mit gigantischen Öfen vergleichen, dazu bestimmt, die Kerne schwerer Elemente zu erzeugen, die nötig sind, damit die Materie komplexer werden kann. Am Ende ihres relativ kurzen Lebens, kaum einige Dutzend Millionen Jahre, explodieren diese Riesensterne und schleudern in den interstellaren Raum die Materialien, die dazu dienen werden, andere, kleinere Sterne zu erzeugen. Sterne der zweiten Generation genannt, sowie deren Planeten und die Metalle, die sie enthalten. Ihr Schlüssel, sowie alles, was sich auf unserem Planeten befindet, ist lediglich der von der Explosion jenes alten Sterns erzeugte Rückstand. Jean Guiton ist höchlichst animiert. Da haben wir es. Ein einfacher Schlüssel schleudert uns ins Feuer der ersten Sterne. Dieses kleine Stück Metall enthält die gesamte Geschichte des Universums. Eine Geschichte, die vor Milliarden Jahren begonnen hat, lange bevor sich das Sonnensystem bildete. Ich möchte noch weitergehen, in eine noch fernere Vergangenheit vordringen, lange bevor die ersten Sterne sich bildeten. Lässt sich noch etwas über die Atome sagen, die meinen berühmten Schlüssel bilden werden? Diesmal, sagt Grischka Bogdanow, müssen wir so weit zurückgehen, wie es irgend möglich ist, nämlich bis zum Ursprung des Universums selbst, der etwa 15 Milliarden Jahre zurückliegt. Was ist damals geschehen? Die moderne Physik sagt uns, dass das Universum aus einer gigantischen Explosion entstand. Die Astrophysiker nehmen als Ausgangspunkt die ersten Milliardstel Sekunden nach der Schöpfung. In diesem fantastisch jungen Alter ist das gesamte Universum sowie alles, was es später enthalten wird, die Galaxien, die Planeten, die Erde, ihre Bäume, ihre Blumen und der berühmte Schlüssel, in einer unvorstellbar kleinen Sphäre enthalten. 10 hoch minus 33 Zentimeter, das heißt Milliarden mal Milliarden mal Milliarden kleiner als ein Atomkern. Übrigens, das Eisen, das in unserem Blut als Hämoglobin zirkuliert, stammt genauso von den Sternen wie dieser Schlüssel. Wir sind Sternenstaub. Ende der Zitate aus dem Buch Gott und die Wissenschaft, das von manchen Wissenschaftlern kritisch unter die Lupe genommen wird. Von wegen Gott. Ich gestehe hier, dass ich damit gar keine Schwierigkeiten habe, weil ich mir eine Schöpfung ohne Schöpfergott überhaupt nicht vorstellen kann. Und zur berühmten, heute so oft gestellten Frage, wie kann Gott das zulassen, sage ich, er hat den Kosmos erschaffen. Wie kann man erwarten, dass er auch noch als Polizeipräsident unseres winzigen Erdkügelchens fungiert? Da sind wir schon selber gefordert, wenn es auch schwerfällt. Mag sein, dass ich da sehr naiv argumentiere, das ficht mich nicht an. Wir sind also beim berühmten Urknall gelandet, von dem niemand so recht weiß, ob es ihn jemals gegeben hat und wenn ja, wie und wieso und wann er denn ausgelöst wurde. Da ist die Rede von der Hintergrundstrahlung, die seit dem Urknall bis heute wie so eine Art Rest das Weltall durchstrahlt. Wobei mir das Wort Hintergrund immer wenig dienlich erscheint. Es lässt mich immer an Tapeten denken. Aber diese Strahlung ist nicht nur irgendwo weit hinten, sondern überall hier zwischen den Seiten dieses Manuskriptes und in den Flöten von Bettina Fuchs. Hat offenbar keinen Schaden genommen durch die Hintergrundstrahlung. Dieses Rauschen der Hintergrundstrahlung wurde beinahe zufällig entdeckt. Zwei amerikanische Forscher, die keineswegs auf der Suche nach der Hintergrundstrahlung waren, störte dieses Rauschen sehr bei ihrem Empfang bestimmter Radiowellen. Sie vermuteten zunächst, die Störung entstehe durch die Ausscheidungen der Tauben auf der Antenne. Es war aber die Strahlung von vor 15 Milliarden Jahren.
nicht der Taubendreck von gestern. Lässig behaupten wir also in diesem Raum im November 2001, dass es vor etwa 15 Milliarden Jahren urgeknallt habe. Niemand, so wage ich zu behaupten, kann sich unter einer Zeitspanne von 15 Milliarden Jahren irgendetwas Konkretes vorstellen. Peter, was war davor? Das ist eine sehr kühne Frage. Im Guitton-Buch steht die wunderschöne poetische Metapher über die Ursache des Urknalls, kann ich auswendig. Ein Seufzer des Nichts. Bei dem schon erwähnten Zeitforscher Julius Fraser habe ich diese wunderbaren Abbildungen kopiert. Rechts das Weltall, kurz vor dem Urknall, und links ganz kurz danach, Milliardstel Sekunden danach. Bei diesen Abbildungen müssen wir ganz dringend bedenken, dass es so ein Bild von außen nie und nimmer geben konnte. Es sei denn, der liebe Gott persönlich hätte es gemalt. In diesem Punkt drin steckt der Erfinder dieses Bildes, Julius Fraser. Da steckt Johann Sebastian Bach drin, Sie, Bettina und ich und unser aller Staunen, aber auch der 11. September und Afghanistan im November 2001. Nach diesem Uranfang hätte übrigens alles ganz anders kommen können. In seinem schönen Buch Schmetterlinge und Galaxien von Hubert Reeves, einem Physikprofessor: Wenn die Kernkraft ihren Traum verwirklichen könnte, würde sie die gesamte Materie in Eisen verwandeln, jede Substanz, ob Wasserstoff, Uran oder Erdbeerkonfitüre, auf die diese Kräfte ihr gewaltiges Kohäsionsvermögen bis an seine Grenzen einwirken ließe, würde unausweichlich zu Eisen, ein Kosmos aus reinem Eisen. Und ohne uns, eine stabile Währung ist was Feines. In einem stabilen Weltall könnte niemals ein Mensch existieren. Die unsagbar weit gefächerte, mannigfaltigste Komplexität des Weltalls hat ihren Ursprung im Urknall oder winzige Sekundenbruchteile danach, als durch gigantische Abkühlung aus der Symmetrie die Asymmetrie jeglichen Lebens wurde. Links oben das Herz, rechts unten der Blinddarm. Noch einmal Reeves. Hätten die Naturkräfte ihre Fähigkeiten, die Materie zusammenzuschweißen, bis an ihre Grenzen ausspielen können, sähe das Universum ganz anders aus. Es gäbe kein Heute, keine Ereignisse, keine stahlblauen Libellen über der grünen Landschaft. Und wir wären nicht hier, um darüber zu sprechen. Bei Jean Guitton gibt es eine sehr einleuchtende Metapher für die schwindelerregende Präzision, mit der die Mannigfaltigkeit entstanden ist. Um die unvorstellbare Genauigkeit zu veranschaulichen, mit der das Universum reguliert worden zu sein scheint, braucht man sich nur vorzustellen, welche Leistung ein Golfspieler zu erbringen hätte, dem es gelingen müsste, von der Erde aus seinen Ball mit einem Schlag in ein Loch irgendwo auf dem Planeten Mars zu platzieren. Unvorstellbar, also jedenfalls für unser Vorstellungsvermögen nicht fassbar, ist vieles im Kosmos und in der Welt der atomaren Elementarteilchen. Schon die Worte Atom und Teilchen sind ja eigentlich falsch. Atom heißt das Unteilbare, griechisch Atom. So hat Demokrit im 3. Jahrhundert vor Christus diese seiner Meinung nach kleinsten Teilchen der Materie getauft. Wir wissen, dass man mit der Kernspaltung das Atom auseinandernehmen kann und auch zu Bomben machen kann. Das Wort Teilchen weckt die falsche Vorstellung von ganz, ganz kleinen Staubkörnern oder Kügelchen. Die Wirklichkeit sieht völlig anders aus. Wobei das Wort Aussehen oder Sehen auch gänzlich unangemessen und unangebracht ist. Wir werden nie dergleichen sehen, sondern immer nur Spuren davon
auf irgendwelchen Bildschirmen und Fotos von Bildschirmen. Sehr schönen Fotos, so meine ich. Irgendwo las ich, dass keineswegs sichergestellt ist, dass so eine Elektronenspur zum Beispiel hier von ein und demselben Elektron stammt. Es können genauso gut mehrere Elektronen sein, die da eine Spur hinterlassen. Die Biologin Elisabeth Sartoris schrieb ein Buch über Gaia, das von der schönen Idee ausgeht, dass die Erde ein einziges lebendiges Wesen sei. Der Vater dieser Idee war der Atmosphärenchemiker James E. Lovelock. Elisabeth Sartorius beschreibt in ihrem Buch Die atomare Welt. Wie wir mittlerweile wissen, gibt es sozusagen im Herz der Materie überhaupt nichts, was fest und stabil wäre. Partikel sind wie winzige Wirbelwinde in einem Sturm von Energie oder wie Wellen, die auf einem Energiemeer tanzen. Versuchen die Physiker, sie in die Hände zu bekommen, rauschen sie unter der Hinterlassenschaft gekrümmter Spuren davon, sie verschwinden, teilen sich, verschmelzen ineinander und tauchen wieder aus dem Nichts auf. Sie machen alles, bis auf eines, stillhalten, um sich untersuchen zu lassen. Alles, was die Physiker beschreiben können, oder besser zu beschreiben versuchen, ist das Muster ihres wechselseitigen Energiegestöbers, ein Tanz, geschaffen aus reiner Energie. Die Welt schien sich durch die Relativitätstheorie aufzulösen. Dennoch löste sie sich nicht in nichts auf, da diese oszillierende Energie laufend Materie entstehen lässt. Es ist unmöglich, ein Partikel als ein eigenes Objekt zu untersuchen. Es ist so unmöglich, wie für die Untersuchung eines Sturmes aus der Luft Wind und aus dem Ozean Wellen entnehmen zu wollen. Versuchte man es, hätte man nichts in der Hand, obwohl man doch weiß, dass der Sturm aus Wind und Wellen besteht. Da ist aber doch ein Wort aufgetaucht, mit dem unsere Vorstellung etwas oder sehr viel anfangen kann. Tanz. In sehr vielen wissenschaftlichen Büchern zu den verschiedensten Themen habe ich immer wieder das Wort gefunden. Tanz. Es hat mir das Herz erwärmt. Und es ist ja nicht sehr weit entfernt vom Schweben. Tanz und Ballett. Bewegung pur im großen Gebäude aller Kulturen. Und auch hier die Frage, was oder wer ist der Beweger? Fragen Sie sich selbst, warum Sie tanzen? Die Antwort ist vielleicht nicht ganz einfach. Aber Freude und Liebe sind sicher nicht fern. Gegenläufig hat der Physiker und Nobelpreisträger Werner Heisenberg es ganz knapp auf den Punkt gebracht. Das Atom ist kein Ding. Kein Ding? Was dann, Herr Professor? Ein vibrierendes Potenzial zwischen Idee und Faktum, das erst im Augenblick der Beobachtung aus seinem halbrealen Dämmerzustand in eine konkrete Form springt. Da kann man nicht mehr sagen, dass es so ähnlich wie nichts in der Mikrowelt ist so ähnlich wie unsere Makrowelt. Von Heisenberg stammt auch der bewundernswert demütige Satz: Alle unsere Erkenntnisse schweben über einem Abgrund von Nichtwissen. Wie schön, hier noch einmal auf das Wort Schweben zu stoßen und wie schön, hier Günter Grass zitieren zu können. Und in den Abgründen wohnt verborgen das Glück. Wenn wir nun das Wort Quantentheorie in die Debatte werfen, wird unsere Vorstellungskraft wieder aufs Äußerste strapaziert und wieder wird sie versagen. Im Wörterbuch der deutschen Alltagssprache steht: Quanten, große Füße,
Herkunft unbekannt, vielleicht aus der Gaunersprache. Als Beispielsatz steht da noch, zieh mal deine Quanten ein. Nein, wir wollen über die Quanten reden, die mit dem Wort Quantum zusammenhängen. Der dänische Physiker Niels Bohr hat sich intensiv mit der Quantentheorie befasst und notiert, wenn jemand sagt, er könne über Quantenprobleme nachdenken, ohne schwindelig zu werden, dann hat er überhaupt nichts davon verstanden. Es ist recht merkwürdig, dass es diesen Ausspruch in verschiedenen Fassungen oder Übersetzungen gibt. Es kann natürlich auch leicht sein, dass Niels Bohr selbst sich verschiedene Male zum Thema geäußert hat. Eine etwas gewichtigere Fassung lautet, Niels Bohr hat einmal gesagt, wer nicht über die Quantentheorie schockiert ist, habe sie nicht verstanden. Und dann die Fassung, die, so meine ich, doch sehr nachdenklich macht. Wer von der Quantentheorie nicht entsetzt ist, hat sie nicht verstanden. Entsetzen? Damit haben wir wohl nicht gerechnet. Da wir, ich nehme an, wir alle die Theorie nicht verstehen, bleibt das persönliche Entsetzen uns erspart. Die Quantenphysiker leben gefährlicher. Noch einmal der Zeitforscher Julius Fraser, der einen schönen, weniger entsetzlichen Vergleich gefunden hat. Stellen Sie sich eine Wassermelone mit dem von ihr eingenommenen Raum vor und gleichzeitig einen Flamenco-Rhythmus, den Sie in der Zeit hören. Wenn möglich, stellen Sie sich nun etwas vor, das beides ist. Wassermelone und Flamenco-Rhythmus. Nicht eine tanzende Wassermelone, sondern ein Ding, das auch eine Melodie ist. In der Quantenmechanik gilt nur die Mathematik. Kleiner Exkurs zum Schnee, der seltsamerweise wieder bei der Mathematik enden wird. Keine Schneeflocke gleicht jemals einer anderen. Ein sehr merkwürdiges Phänomen. Umso merkwürdiger, als alle Schneeflocken eine recht genaue sechseckige Grundform haben und nach genauen Symmetriegesetzen gebildet werden. Dennoch gleicht nicht eine der anderen. Ich zitiere den Physikprofessor Hans Christian von Bayer. Moderne Ausführungen zum Wachstum von Schneeflocken sind lang, kompliziert und spekulativ. Wenn die Flocke durch die unterschiedlichen Regionen einer Wolke fällt, stößt sie auf eine Vielzahl meteorologischer Bedingungen. Der Umstand, dass alle Flocken dabei eigenen Wegen folgen, schafft die Voraussetzungen für all die unterschiedlichen Formen. Ich überspringe viel Text und wir lassen uns überraschen von Bayers Schlussfolgerung. So erklärt sich die Gestalt von Schneeflocken also aus der atomaren Struktur des Wassers. Ich zitiere eine vor einiger Zeit höchst populär gewesene Eis- und Gletscherforscherin, Fräulein Smiller aus dem Roman und dem Film nach dem Roman Fräulein Smillers Gespür für Schnee. Sie spricht mit ihrem Freund. Weißt du, was hinter der Mathematik steckt? Hinter der Mathematik stecken die Zahlen. Wenn mich jemand fragen würde, was mich richtig glücklich macht, dann würde ich antworten, die Zahlen. Schnee und Eis und Zahlen. Fräulein Smiller redet in bestürzender Suada von natürlichen Zahlen, die ganzen und positiven, dann von negativen Zahlen, Brüchen, dann rationalen Zahlen, von der absurden Operation des Wurzelziehens, daher die irrationalen Zahlen. Sie sind endlos, man kann sie nicht aufschreiben. Dann die reellen Zahlen, der Wahnsinn der Quadratwurzeln, aus den negativen Zahlen die imaginären Zahlen.
Und wenn wir die imaginären Zahlen zu den reellen Zahlen dazurechnen, haben wir das komplexe Zahlensystem, das erste Zahlensystem, das eine erschöpfende Darstellung der Eiskristallbildung ermöglicht. Wer hätte das gedacht, dass wir für die Erforschung der Schneeflocken die Quantentheorie brauchen, in der ausschließlich die Mathematik gilt? Keine noch so wortreiche Prosa kann da etwas beschreiben. Beschreiben in des Wortes Bedeutung. Prosa also nicht? Wie steht es mit der Poesie? Eine mögliche Antwort gab Novalis vor etwa 200 Jahren. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die so singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen, wenn sich die Welt ins freie Leben und in die Welt wird zurückbegeben, wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden Gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Ich hätte hier so gerne noch einen Exkurs über das so rätselhafte Phänomen Zeit eingeschaltet. Sinnigerweise fehlt uns die Zeit dazu, leider. Sehr viele Wissenschaftler, die über die Zeit forschen, haben Angst, dass die geliebte Sicherheit alles Mathematischen durch ein System von Ungewissheiten ersetzt wird. Und sie nennen den Namen Kurt Gödel, der klarmachte, es gebe für bestimmte mathematische Rechnungen keine Beweise, ob sie denn wahr oder falsch seien. Für alle Leute, die rechnen, denn doch eine Schreckensnachricht. Ein Name aus einem ganz anderen Bezirk. Rilke. Ich bin Dichter, alles Ungenaue ist mir fremd. 700 Jahre früher spricht Dante im Paradiso der göttlichen Komödie vom Cantar Preciso, vom präzisen, vom genauen Singen. Und Max Planck sagt, 35 Jahre nachdem er seine umwälzenden Gedanken zur Quantentheorie veröffentlicht hat: Wissenschaft bedeutet rastloses Bemühen und ständig fortschreitende Entwicklung auf ein Ziel hin, das die poetische Intuition verstehen mag, das jedoch der Intellekt niemals völlig erfassen kann. Viel Ehre für die Poeten, Herr Nobelpreisträger, und zugleich viel Verpflichtung. Stammt die folgende Frage von einem Poeten oder von einem Wissenschaftler? Kann das Flügelschlagen eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen? Stammt von einem Wissenschaftler. Sonst sind wir auf die ach so populäre und sehr oft ach so missverstandene Chaos-Theorie gekommen. Um es gleich vorweg zu sagen, Chaos ist alles andere als Unordnung pur. Es ist nicht linear, Ursachen und Wirkungen sind oft schwer auszumachen. Aber die Unordnung auf meinem Schreibtisch zu Hause hat mit diesem wissenschaftlichen Chaos nichts zu tun. Nochmal dieser Titel eines Aufsatzes des amerikanischen Geowissenschaftlers Edward Lorenz. Kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen? Die knappeste Antwort: ja, es kann. Ein Tornado in Texas hat eine riesige Fülle von Ursachen, von denen Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit, Windstärke und Windrichtung nur sehr allgemeine Grundbestimmungen sind. Viel schwieriger, ja eigentlich wohl unmöglich, ist die Beantwortung der Fragen: was herrscht genau wann, genau wo, genau in welcher Höhe, genau wie lange, was verstärkt sich genau um welche Größe, was schwächt sich genau wie sehr ab? Eine Grundregel der Chaostheorie lautet: kleine, oft winzige Veränderungen der Anfangsbedingungen können riesige Veränderungen im Endergebnis eines Ablaufes haben. Oder simpler: kleine Ursache, große Wirkung. Edward Lorenz, der diese Frage stellte und beantwortete, kam durch eigene Erfahrung darauf. Er wollte eine bereits erstellte Wettervorhersage überprüfen und gab die Daten erneut in einen Computer mit dem kleinen Unterschied,
Er gab die Zahlen nicht mit 6 Ziffern nach dem Komma ein, sondern nur mit 3. Die dritte Stelle veränderte er nicht oder rundete sie nach der jeweiligen Größe der 4. Stelle auf oder ab. Dann ließ er den Computer rechnen und ging raus, um einen Kaffee zu trinken. Als er zurückkam, traf ihn ein Schock. Er hatte 2 grundverschiedene Wetterberichte vor sich. Die vergleichsweise geringfügige Veränderung der Dezimalstellen hinter dem Komma war der Auslöser. Wie sollte dann nicht der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen? Dass wir uns bitte richtig verstehen. Nicht etwa der Flügelschlag des Schmetterlings allein hat den Tornado ausgelöst. Aber er kam zu der riesigen Menge von Auslösern dazu und hatte seinen winzigen Teil daran. Und ohne ihn hätte es möglicherweise keinen Tornado in Texas gegeben. Hubert Reeves spricht die poetische Schlussfolgerung aus, kann ich auswendig. Die Schmetterlinge haben immer das letzte Wort. Reeves sagt auch, welche geringen Vibrationen Teilchenbahnen bei irgendwelchen Experimenten im atomaren Bereich irritieren und verfälschen können. Ein vorübergefahrender Lastwagen, ein Flugzeug am Himmel oder auch, Ohren, stellt euch auf, ein Luftstrom in der Atmosphäre des Planeten Neptun. Ist es da noch weit zu Paracelsus, der vor rund 450 Jahren sagte, berühre eine Blume, und die Sterne erzittern. Berühre eine Blume und die Sterne erzittern. Wesentlich nüchterner steht es im ansonsten wunderbaren Iro-Atlas der Astronomie. Jeder Teil des Kosmos spürt alle anderen Teile oder übt einen direkten Einfluss auf sie aus. Riesenbuch für einen so kleinen Satz. Aber der kleine Satz hat ja auch ein Riesengewicht. Darum nochmal. Jeder Teil des Kosmos spürt alle anderen Teile oder übt einen direkten Einfluss auf sie aus. Zum Beispiel der Mond. Die Schwerkraft des Mondes bewirkt Ebbe und Flut der großen Meere auf unserer Erde. Verhältnismäßig selten denken wir allein daran, dass die Meere rückwirkend den Lauf des Mondes bremsen oder jedenfalls beeinflussen. So weit, so gut. Aber in welchen Beziehungen der Schwerkraft und des Schwebens stehen denn bei Ebbe und Flut in unseren kleinen Weltmeeren auch noch der riesige Jupiter und alle anderen Planeten und unsere Sonne sowie unsere Galaxie und am Ende sämtliche Galaxien des Weltalls. Unser guter alter Mond ist da gewiss nicht der einzige Veranlasser der Wasserbewegungen. Hören Sie die mit allen Regeln der Relativitäts- und Quantentheorie gefütterten Rechenmaschinen rattern? Am Mond übrigens und seinem ewigen Ozean Wasserschwerkraftgezerre wird's liegen, dass die Tage in etwa 3 Milliarden Jahren. Das erlebt keiner von uns. Statt 24 Stunden 38 Stunden lang sind. Guter Mond, du gehst so stille.
und keiner merkt, dass du die Rotation der Erde bremst. Einstein hatte nicht nur mit seiner Ehefrau Probleme, sondern sein ganzes Forscherleben lang mit der Quantenmechanik. Um es simpel zu sagen, ihn störten Begriffe wie unschärfe Relationen, Unbestimmbarkeit, Wahrscheinlichkeiten. Er wollte ein äußerst klar definierbares und definiertes Weltgefüge. Mit einigem Aufwand hat er Experimente veranlasst oder selber durchgeführt, die die Quantenmechanik ad absurdum führen sollten. Er scheiterte. Er schüttelte den überaus klugen Kopf, weil er in der atomaren Welt zum Beispiel etwas fand, das als nicht-lokale Theorie bezeichnet wurde, was ja in der Tat ein sehr merkwürdiger Begriff ist. Nicht-lokale Theorie. Dann fand er ein für ihn so absurdes Faktum, eine physikalisch so abstruse Sache wie eine geisterhafte oder gar spukhafte Fernwirkung, die sich nicht an seine postulierten Raumzeitgesetze hielt und die, um ihn besonders zu ärgern, auch noch schneller war als das Licht. Einstein fasste sich an den Kopf und sagte wie Christian Morgensterns Palmström, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Er gab sein Scheitern zu, wörtlich: Das ist der größte Schnitzer meines Lebens. Und ich möchte hinzufügen, dass da ganz gewiss sich auch seelische Tragödien abgespielt haben. Wir leben, als schwebten wir nicht. Jedes Atom im Weltall und in unserem Körper besteht hauptsächlich aus Leere. Mit 2e, es ist leer. Die Entfernungen im atomaren Bereich sind atemberaubend. Nur ist so ein Ding, Verzeihung, es ist ja laut Heisenberg kein Ding, sondern ein vibrierendes Potenzial. Nun ist sowas schon so unvorstellbar winzig. Und dann auch noch riesige Distanzen zwischen dem Atomkern und den ihn umkreisenden Elektronen. Nochmal ein kurzes Zitat bei Guiton. Igor Bogdanov spricht über die Distanzen innerhalb des Atoms, in Paris, wohlgemerkt. Wenn ich den Kern eines Atoms durch einen Stecknadelkopf darstelle, der ja in Wirklichkeit unermesslich viel größer ist als ein Atomkern, dann beschreibt das um ihn kreisende Elektron eine Bahn, die durch Holland, Deutschland und Spanien verläuft. Dazwischen ist aber nun nicht etwa Luft, sondern nichts, Leere. So viel Schweben ist in uns und außer uns. Wir kommen langsam zum Ende, sofern man bei diesem Thema je zu einem Ende kommen kann. Ich hoffe, ich war unsystematisch genug. Ich hoffe aber auch, Sie fühlen sich nicht nur überschüttet mit Fakten und Geheimnissen. Ist der Mond noch da, wenn niemand hinsieht? Die Frage kommt wohlgemerkt aus der mehr wissenschaftlichen Ecke. Ein Angriff auf den gesunden Menschenverstand. Aber wie sagte der große Kabarettist und Texter Wolfgang Neuss, der LSD konsumierte und daran zugrunde ging, der Rauschgift konsumierte wie die alten Griechen bei den Mysterien in Delphi und wie möglicherweise auch Ötzi, bei dem Innsbrucker Wissenschaftler Pilzreste fanden, die sie als Halluzinogene identifizierten. Neuss wörtlich: Der gesunde Menschenverstand ist reines Gift. Dringende Bitte, dies ist keine Werbung für Drogen, aber es sei auch keine Denunziation der Abhängigen. Ich habe dergleichen nie zu mir genommen. Ist der Mond noch da, wenn niemand hinsieht? Der berühmte Johannes Kepler schrieb irgendwann um das Jahr 1600 herum an den sehr viel weniger berühmten englischen Forscher Thomas Harriot und bat um einige Auskünfte zu Fragen der Optik. Harriot, übrigens auch Schneeforscher wie Fräulein Smiller, war deswegen nicht berühmt, weil er fest an die Atomtheorie glaubte. Die war damals nicht sehr beliebt und er wurde aus dem Wissenschaftsbetrieb von damals ausgegrenzt. Sowas soll es auch heute geben. Seine Antwort an Kepler endet, nach den sachlichen Informationen zur Optik, mit den sehr bezaubernden Worten: Ich habe euch nun an die Türen im Hause der Natur geleitet, hinter denen ihr Geheimnis verborgen liegt. Falls ihr nicht eintreten könnt, weil die Türen zu eng sind, dann verflüchtigt euch einfach
und schrumpft auf die Größe eines Atoms. So werdet ihr leicht Eingang finden. Wenn ihr später wieder hervortretet, dann kündet mir von den Wundern, die ihr erblickt habt. Das Wundermensch zwischen Kosmos und Quark, in Bewegung, tanzend, schwebend, wo ist der Beweger? Dante wusste es. Im 33. Gesang, dem letzten des Paradiso, nach 14.222 Versen seiner göttlichen Komödie, schreibt er den 14.223. Vers, den Schlussvers. L'amor, che muove il sole e l'altre stelle, die Liebe, die die Sonne bewegt und die anderen Sterne. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.